ist, wenn ich euch sage, dass wir heute uns das neue Item anschauen und es Klombo zum Essen geben und ihr werdet nicht glauben, was passiert ist, wo wir dieses Item Klombo zum Essen gegeben haben. Dann haben wir noch Informationen zum nächsten Update. Bleibt bis zum Ende dran, Freunde, und ihr seid geisteskrank. Das ist keine Herausforderung mehr für euch, 2000 Likes. Wir erhöhen das Ganze auf 2500 Likes und jetzt passt auf, ihr werdet dafür das bekommen. Jeder, der hier ein Like da lässt, kriegt 1000 V-Bucks einfach so in seinem Spind, Freunde. Ja? Anscheinend ist das so. 1000 V-Bucks, also haut den Like-Button rein. Ist natürlich nur Spaß, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Hallo, was geht denn hier in Tilted Towers ab, Freunde? Okay, wir müssen uns erstmal hier jetzt verteidigen. Und dann können wir diese ganzen Experimente mit der neuen Pizza-Geschichte und Klombo machen, Leute. Ja, das neue Pizza-Item ist jetzt heute rausgekommen. Und noch ein paar andere Hotfixes. Bis jetzt habe ich noch keine gute Waffe. Heute mal ein bisschen Oldschool-Commentary hier mit live am Spielen und gleichzeitig die News erzählen. Und wir haben auch schon das Pizza-Item, Freunde. Da habe ich natürlich auch alle neuen Informationen für euch. Und wir fangen auch gleich mal ganz entspannt an, Freunde. Denn du kannst das Item nur zweimal im Inventar haben und mehr nicht. Also wirklich nur zweimal. Ihr habt es ja gerade gesehen, es ist auch episch, also lila. Finde ich eigentlich ganz geil, dass es episch ist. Ich wäre so langweilig, wenn es so grün wäre, dann hat man das Gefühl, irgendwie das Ding ist nichts wert. Aber finde ich richtig cool. Davon ist schon mal einer. Okay, super. Einwandfreies Aim, Digga. Hat er überhaupt nicht getroffen hier, meine Waffe. Ich hasse diese Waffe, ne, Leute, ich sage euch ehrlich. Das ist auch nicht meine Lieblingswaffe hier. Der Typ heilt sich gerade, aber ich muss hier die Shotgun noch mitnehmen. Bin ich ja zwei drin, ne? Hier waren halt echt zwei, ne? Der kommt jetzt von unten. Ja, das war mir klar. Das war mir klaro, Hamtaro und meine Lieblingswaffe erstmal mitnehmen. So, auf jeden Fall zwei Pizza-Items könnt ihr maximal stacken in eurem Inventar. Und wenn du die Pizzaschachtel auf den Boden wirfst, kannst du sie nicht mehr aufheben. Ja? Jede Schachtel hat 8 Pizzastücke, die du mit deinen Freunden oder alleine essen kannst. Und jedes Pizzastück heilt 25 HP Schild. Ja? Also nur Schild, Freunde. Ich dachte am Anfang auch, dass es beides heilt, aber anscheinend doch nur Schild, was ich sehr schade finde. Aber ja, sei es drum. Immerhin kriegen wir hier Schild. Und wir werden nachher testen, ob man die Pizza an Klombo verfüttern kann. Das wird bestimmt richtig lustig, glaube ich, Freunde. Oh mein Gott, Leute. Ich habe aus Versehen. Werf mal die Pizza auf den Boden. Aha. Ach doch, man bekommt beides. Ey, das ist ja anders OP. Man bekommt beides, Leute. Ich dachte, nur Schild? Man bekommt beides. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Das ist ja richtig geil, Leute. Pizza-Item ist anders krass. No joke. Oh, Bro, was machst denn du jetzt? Alter, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil laut den Leakern waren das echt nur Dinger. War das echt nur normales Leben, aber anscheinend doch auch ein Ding. Finde ich geil. Immerhin, Leute, ah, der hatte die Krone, auch geil. Ah, oh, das wird richtig geil. Und auch wenn man die jetzt in der Hand hat, kann man die ganz normal essen. Digga, das Item ist richtig geil, Freunde. Und ich bin so gespannt jetzt gleich, ob Klombo das Pizza-Item essen wird. Dann habe ich noch andere Informationen, Leute. Denn auch zu Klombo habe ich noch Informationen. Ihr wisst ja, wenn ihr Klombo manchmal Essen gibt oder die Klombeeren, dann spuckt er manchmal auch Items raus. Ne? Manchmal kommt episches Item raus, manchmal legendäres Item und. Und ich habe die prozentuale Anzahl, die Klombo hier rausholen wird. Also, 5%ige Chance, einen legendären Gegenstand zu erhalten, also einen goldenen Gegenstand. 10%ige Chance, einen epischen Gegenstand zu erhalten. 25% Chance, oh, hier ist einer. 25% Chance, einen seltenen Gegenstand zu erhalten. Und 60% Chance, einen ungewöhnlichen Gegenstand zu erhalten. Da wisst ihr jetzt also Bescheid, Leute. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man wirklich einen goldenen Gegenstand von Klombo kriegt. Also, der ist so ein bisschen geizig, der Klombo. Aber bin mal gespannt, wenn wir dem heute die Pizza gleich mal geben, ob er die Pizza essen wird. Dann habe ich natürlich noch andere Informationen. Es wurde nämlich der Felsen aus Hotel Transylvania in Fortnite gefunden, Freunde. Ihr habt richtig gehört. Irgendwie ist das ein kleiner Teaser mit Fortnite X Transylvania hier. Keine Ahnung, ob das wirklich, ja, so sein soll, ob das nur Zufall ist, aber das wurde jetzt in Fortnite herausgefunden. Finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass das Ganze so jetzt, ja, geleakt worden ist und dass man das rausgefunden hat. Finde ich sehr interessant, meiner Meinung nach. Alter, ich bin festgepackt.
So, ich suche jetzt schon mal den Klombo und dann gucken wir mal, ob er unsere Pizzastücke auf ist. Solange gibt es aber natürlich noch andere Informationen, Leute, denn es gibt einen kleinen Fun-Fact. Die normale Tactical Shotgun ist einfach nur eine modifizierte Striker-Shotgun. Ich blende euch hier mal ein, damit ihr den Unterschied seht. Also, relativ komisch. Hat sich vorne halt nicht viel Mühe gegeben mit der Waffe. Sagen wir einfach mal so. Und hier zeige ich euch mal das Crew-Paket vom Februar jetzt. Und er hat nämlich zwei verschiedene Stile. Ich muss sagen, der eine Stil sieht eigentlich ganz gut aus, weil ich in dem letzten Video mal gesagt habe, okay, das Crew-Paket gefällt mir jetzt nicht so. Aber der eine Stil geht schon ganz schön fit, muss ich ehrlich sagen. Oh, guck. Oh, okay. Das Pizza-Item kurz rausholt, dann kommt die italienische Musik. Warte, ich lasse dich mal anhören. Ich als Italiener ist ja perfekt hier mit der Pizza. So, Klombo, ich muss dich finden. Wo bist du, mein guter Mann? Ich habe noch weitere Informationen zu euch zu der neuen Maschinenpistole, die bald ins Spiel reinkommen wird. Höchstwahrscheinlich mit dem Update, das wir nächste Woche Dienstag bekommen, 19.2. Und ich habe schon die Stats für euch, Freunde. Das sind die ganzen Stats von der Waffe, finde ich sehr interessant. Und ich werde die Waffe auf jeden Fall sehr hart suchten, weil ich glaube, dass diese Maschinenpistole auch stärker sein wird als die jetzige, Freunde. Und ihr wisst ja, die Meta ist einfach gerade Maschinenpistolen zu spielen, weil ihr einfach damit easy peasy durch das Gebaute durchgehen könnt. Die haben zwar einen kleinen Nerf bekommen, aber sind trotzdem relativ stark, um durch Gebautes durchzukommen. Okay, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass hier Klombeeren sind. Hier könnte Klombo in der Nähe gleich sein. Und da ist er auch schon, Freunde. Wir haben Klombo gefunden. Da ist er. Ich freue mich jetzt gleich drauf, das Experiment zu probieren. Und ich bin mal gespannt, ob sie irgendwas eingefügt haben. Irgendeine Animation oder so, weil Pizza ist ja lecker. Ob Klombo da irgendwas macht und ob uns richtig coolen Loot gibt. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo der ist. Aber bevor wir zu dem hingehen, ist der noch in der Zone. Eieiei, der ist ganz knapp außerhalb der Zone, Freunde. Aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Bevor wir zu dem hingehen, habe ich noch andere Informationen für euch. Und zwar mit dem Patch, was nächste Woche rauskommt, werden wir die Spider-Man-Netzschießer anpassen, sodass diese in dem Wettkampfspiel-Modi, also in Arena, ja, wird die mythische Spider-Man-Waffe nur noch 20 anstatt 80 Mal verwendet werden können. Also da werden sich die Leute gut überlegen, ob sie die Spider-Man-Waffe wirklich mitnehmen, Freunde. Ja, das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. So, Klombo! Mein lieber Klombo! Moin! Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, dass er die Pizza essen tut, Leute. Was denkt ihr, wird Klombo die Pizza essen und uns krassen Loot rausspucken? Wir gucken jetzt einfach mal. Klombo, isst du die Pizza? Ist nicht sein Ernst, oder? Klombo. Ist das gerade sein Ernst? Klombo! Warte, ich tue dir mal ein anderes Item hin. Klombo, das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Er ist einfach... Jetzt. Ha! Unser blaues Schild hat er gegessen, aber unser Pizza-Item nicht? Klombo, du bist so ein... Ey, das hätte ich never ever gedacht, Leute, dass der keine Pizza mag. Der lässt sie einfach in Ruhe. Ich habe sogar das Item neben der Pizza ihm platziert. Was ist denn das für ein Typ? Ey, das ist ja unglaublich, Freunde. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also wirklich jetzt. Es juckt ihn nicht. Ich schieße ihn mal an. Vielleicht sieht er dann die Pizza. Wir gucken mal, Leute. Ja, vielleicht erkennt das ja dann. Guck mal, hier ist Pizza. Aber eigentlich musst du dich chillen. Okay, alles klar. Alles klar. Ah, Klombo. Ist okay jetzt, ja? Ist okay. Also, Freunde. Klombo mag keine Pizza. Ist euch das gerade bewusst? Der Typ scheißt einfach auf die Pizza. Guck mal, wir sehen sogar von hier, er ist wieder dran vorbeigelaufen. Es juckt ihn nicht. WTF. Aber Leute, ich habe noch andere Informationen zu Klombo für euch. Jetzt passt nämlich auf, okay? Ich habe einen Short hochgeladen, wo Klombo ja anscheinend gestorben ist. War ja natürlich nur Spaß, war eine Animation, okay? Aber Leute, GKI hat mal wieder rausgehauen und Klombo kann man töten. Das ist keine Verarsche. Ich blende es euch hier jetzt gleich mal ein. Gebt das euch mal. Since Klombo have no death animation in the files, he will just disappear after a few seconds from shooting. Ihr habt's also gesehen, Freunde, ja? Man kann Klombo töten, aber er hat noch keine Todanimation. Das heißt, er verschwindet einfach. Also der fällt nicht auf den Boden oder so, sondern der ist einfach weg. Weil halt Epic Games noch keine Animation für den gemacht hat. Also man kann Klombo tatsächlich töten, Leute. Krasse Überleitung zum Trailer.
Denn wir haben ja einen Trailer von einem Pizza-Item bekommen. Das blende ich euch auch mal gerade hier ein. Und wenn man in den Trailer nochmal genau hinschaut, Freunde, kann man irgendwie erkennen, dass man den Dinosaurier steuern kann. Oder halt Klombo, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man in den Trailer genau mal hinschaut, wäre sehr nice, wenn man Klombo irgendwie steuern könnte. Und wo schießt denn der da oben? Ah, es sind zwei Leute, ne? Aha, aber ich habe einen Springler. So, hau rein, Kerle. Ah ja. Bro, Springler, keine Chance. Ich habe einen Springler platziert. Der weiß gar nicht, wo ich bin, der Arme. HP. Leute, das war's von dem Video. Heute leider kein Win geholt. Keine Ahnung, wollte nicht sein. Das waren alle Informationen zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da und Klombo hat keine Pizza gegessen. Ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao, ciao.